Also, heute ist Heimatabend, Auflage Nummer 3. Sind wir deshalb dazugekommen, weil beim ersten zweimal hatten die Kolleginnen und Kollegen aus Suhl keine Zeit. Und da haben wir das nochmal gemacht. Und das war auch günstig, haben wir gemerkt. Viele konnten in Main nicht und die sind halt all heute durch. Das freut uns erst einmal, dass wir da angerecht wurden. Also wir machen das selbst wie in Mai. Also wir sind heute wieder in die Apotheke. Und nicht in Erne, in die Golau-Lotjuk-Erne. Dadurch sind wir weit fort. Suhl wohnt so nur, sind wir also bis nach Zell und dort bis auf Mott in die Magdalenen-Apotheke. Und wenn sich erst friecht, sind dann die ausgerechnet bis der Nü noch Zell. Weil da geht es von innen, der ist jetzt 80, der war der Dübel lang Chef. Und ich bin dann sein Nachfolger. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache hier einen auf die Schule und bin der Fische. Dann hat man einen weißen Kittel gekannt. Nein, nee, ich bin Apotheke oder gehört sich das, dass man einen weißen Kittel hat. Haben sie mich gesagt. Heute haben wir keine Angst, weil der Apotheke, der sonst beim letzten Monat da genau schräg hin, hat genau aufgepasst, ob das auch stimmt, was ich da erzähle. Die Aufregung haben wir heute nicht, dafür haben wir die Aufregung nur. Den ganzen Tag schon nichts gegessen. Nichts getrunken, dann musste er mit aufs Klo, wie die Weiber so, musste er mit aufs Klo, das kostet gemacht. So. Also, wir spielen jetzt zum dritten Mal in der Magdalenen-Apotheke. Und wenn ich mich nicht an den Tresen stelle, geht's los. Ach, das ist wieder heute langweilig. Was ist denn da los? Guten Tag, Georg. Guten Tag, Brigitte. Ich bin heute ein bisschen irre froh, weil ich nämlich das letzte Mal festgestellt habe, bei dich da hinten muss man richtig renoviert werden. Oh. Ja, und dann habe ich mich überlegt, oder du hast mich übersehen, wo ich zuerst anfangen soll. Also, Brigitte, erst einmal von vornherein. So nur eigentlich nicht. Du könntest im Normalfall echt nachsass. Und jetzt ist es noch 4, 5. Da kommen doch noch jede Menge Gehs, wenn ich Glück habe. Denn heute war in der Apotheke so viel wie gute Nis los. Du Sir Luis, du hast heute noch Nis eingenommen. Nee, also doch, Aspirin verdiene ich gegen meinen Kopf. Naja, jetzt konnte ich mich schon bedenken, dass du nicht weißt, wo ich zuerst anfangen soll, aber ich mache dir den Fürschlag, pass auf. Ich fange die Hände in dein Labor an, wo die Carola über das Giftzeug mischt. Und das störe ich dich in den Verkaufsraum auch nicht. Ja, du störst mich schon nicht. Oh. Ich gehe erst einmal hin, das ist sowieso kein Mensch da. Freilich weiß ich's. Das ist der reinste Säustall. An der so schlimm ist es. General, und du, ich mach den Rat, du gehst raus. Du gehst raus, wie sieht's denn aus? So eine Zucht. Also so ein Kröt. Ich bin fix und fertig. Die dahinter, die denkt, die Kuh in meinem Labor gemacht, was sie will. Nicht nur mein Salat und ich jetzt fertig geäst. Also ich bin fix und fertig. Ach, Herr Wald, Chef, ach entschuldigen Sie nur, die Putzfrau hat mich aus meinem eigenen Labor rausgeschmissen. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, so geht's jedenfalls nicht, dass Sie hier rummachen oder so.
da gehen sie doch im Labor in einer anderen Ecke, wo sie sich gegenseitig nicht stören. Ecke, Ecke, ich höre immer nur Ecke. Die putzt sogar in den Ecken. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und wo ich mich hinsetzen soll und wo ich mein Zeug anmischen soll. Dann nehmen Sie halt hier mal so eine Umschau mit, Apothekenumschau, und setzen sich halt in eine Ecke, wo sie sich vielleicht nicht gegenseitig ins Gehege kommen, und lesen da drinnen. Vielleicht können Sie noch was lernen. Lesen? Ich habe doch was anderes zu tun, Herr Walder, als lesen. Kann mich doch nirgendwo hinsetzen und kann lesen. Du bist doch so viel genug. Das Theater jeden zweiten Tag. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Ach, das ist vielleicht mir zu gelein, wenn man mit einem Bus der Hübe im Zelt ist. Nee. Oh, wie wenn man noch ein Vergang hier beruhigen wird, das lohnt sich schon noch. Ich war extra beim Friseur, habe mich ausgebratzelt, gell? Und wo ist denn dann jetzt der hier? Der Hans, der ist doch schon in der Rente. Ich bin doch jetzt für ihn durch. Da ist der Hemmer, kümmert sich nicht noch um seine eigene Gesundheit. Was? Oh, aber der hier muss sich um seine Gesundheit kümmern. Ich dachte, die wären einfach so gesund. Meinst du denn, dass durch die Dämpfe, die da aufsteigen bei der Mischerei von der Arznei, dass das gesund ist? Das ist auch manchmal Wildzeug dabei, wo nicht so gesund ist. Oh, dafür habe ich eine apothekentechnische Assistentin. So Wildzeug macht die für mich. Aha, so. Na ja, nun bin ich aber jetzt extra von meiner Arbeit gleich der Rüge voll nach Zell, obwohl mich von dann hier bereut lässt. Könnte der nachher dann noch einmal? Der könnte nicht noch einmal, der hat mich alles übergeben. Und ich bin doch auch Apotheke. Ich bin auch so gut wie der. Sag mich, was du brauchst, kriegst du das richtig von mich. Oh, also, das möchte ich dich eigentlich nicht gesagt. Mach nicht so eine Prüse, was du hast, oder kriegst du das richtig von mich. Ich brauch was mehr, ich erkläre mir Scheißerei. Ich war schon die ganze Woche führen und weiß nicht, was ich machen soll. Also, da hab ich hab ich genau das richtig für dich. Bitte schön. Dankeschön. Oh, bitte, steht doch was von Sedativum drauf. Das ist doch ein Mittel, wo man ruhig gestellt wird. Oh, freilich. Das hilft aber oft die Stelle. Wenn du das einnimmst, kümmert es dich überhaupt nicht mehr, wenn du in die Hose geschissen hast. Einen wunderschönen guten Tag, mein Herr. Guten Tag, die Dame. Guten Tag. Oh. Womit kann ich Ihnen helfen? Herr Walder, wir hatten doch telefonisch vereinbart, dass ich Ihnen heute unsere hochwirksamen, geschmackvollen Gewichtsreduzierungspräparate vorstellen wollte. Nebst einigen anderen neuartigen, wundervollen, nebenwirkungsfreien Medikamenten. Och ja. Was hast du gehört? Gewichtsreduzierung zum Völlefanz. Georg, hast du dann ein wenig was Zeug, ein Bas oder ein Schnuppe? Es ist nicht nur, ich komme nicht viel mal zu Hause in den Ding. Ich komme in kein Eck, nein, dein Labor erst kreucht und fleucht alles. Hat der kleine Stahl auf den Stuhl, so eben soll ich nämlich nicht, und machst von oben herein. Wenn du den Stuhl rauskommst. Naja, ich muss halt sehen. Nun guckt euch da an. Also von der Sorte habe ich da in der Apotheke schon viel kennengelernt. Die sind so schmierig und so schweißfreundlich. Und wenn sie draußen sind, reiben sie sich die Hände, dass sie wieder mal einen aufs Kreuz gelegt haben. Nee, also das ist. Naja, ich gehe lieber ins Labor, das sag ich. Herr Walder,
Darf ich Ihnen mal unsere einzigartigen Produkte kurz erklären? Bitte, bitte. Bei Migräne hilft unser neu entwickeltes Doboflox wie kein anderes Pharmazeutikum je zuvor. Einfach die Schläfen mit einreiben und die Migräne ist weg. Oder dieses Schnupfenmittel hier, es ist mit Abstand das Beste, was es je auf dem Markt gab. Ja, ja, das kenne ich. Und zu guter Letzt ist doch wieder das Afig-Dampfbad und das Salzwasser zum Schnupfen das billigst und das Best. Also, Cornelia, wie du weißt, bin ich ja auch ein Freund von den Kräuteln. Ich suche ja auch das Zeug im Wald und Flur und mich stehe mir jetzt auch selber. Aber in der Tour, in meinem Appetit, da kann ich doch das nicht verkaufen. Da darf ich nicht das verkaufen, was auf dem Markt zu kaufen gibt. Also fahren Sie mal fort mit Ihren Ausführungen. Deswegen werde ich jetzt fortfahren mit meiner Schilderung. Herr Walder, Sie werden keine anderen vergleichbaren Medikamente mehr benötigen. Unsere neuartigen, zukunftsweisenden und revolutionären Produkte werden auch Sie überzeugen. Und das ganz ohne Nebenwirkungen. Ihre Kunden werden gesund und vital sein, wenn Sie sich nur für unsere einzigartigen... Genug, genug. Ich habe genug gehört. Diese Vorführung muss ich jeden zweiten Tag über mich ergehen lassen. Ich hoffe doch, dass Ihre Arznei, was hier drinnen in Ihren Täschchen ist, auch von der Gesundheitsministerium zugelassen sind und auch wirksam sind, vor allen Dingen. Selbstverständlich. Was denken Sie denn von mir? Unsere Produkte sind alle zugelassen und sie sind nicht nur wirksam, sie sind sogar hochwirksam. Und das zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie Sie es wohl bei keinem anderen vergleichbaren Medikament je finden werden. Ganz abgesehen davon, dass es zu unseren Produkten nichts Vergleichbares gibt. Der macht mich fix und fertig. Sie werden mir doch einen Teil Ihres Musterkoffers zur Verfügung stellen, dass ich diese Medikamente auch an meinen Patienten oder Kunden ausprobieren kann. Die Wirkung. Herr Walder, was glauben Sie denn? Ich überlasse Ihnen meinen Musterkoffer, der mehr als 10.000 Euro wert ist, für nur unglaubliche 1.000 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Aber dieses Angebot gilt nur hier und heute. Und das nur bis 19 Uhr. Jetzt könnt ihr hock. Es wäre doch eine einmalige Möglichkeit, wenn Sie sich für diesen Musterkoffer entscheiden würden. Schauen Sie nur, was ich hier noch für Schätzchen anzubieten habe. Hier, ein Mittel für gestraffte Haut, das könnte auch Sie interessieren. Ei, guck, eine verkehrte Vertretung. Was, verkehrte Vertretung? Wie bitte, meine Dame, was haben Sie? Ach, guck her. Oh, das ist doch der Michael, Herr Sömener. So ein Mist. Jetzt haben Sie mich erwischt. Jetzt mache ich erst einmal einen komischen Flips da raus. Das Ding, das rät mich schon die ganze Zeit auf. Georg, du kannst alles behalten, was du in deinem Kuffert drin ist. Ich will auch kein Geld dafür. Ich schenke dich alles. Du kannst auch deinen ganzen Kuffert noch mitgenommen. Ich will nichts dafür haben. Oh, wie süß, ne, kein Mensch. Und du auch nicht. Seid ja ruhig und seh das nicht weiter. Die träum mich durchs ganz Dorf. Und durch Suhl noch mit. Ich bin doch blamiert bis auf die Knochen. Sag mir, Michael, wieso machst du denn das?
Ich kenn dann gar nicht so. Du bist doch gar kein Gaune. Mensch, du weißt doch auch, dass ich in Winde tausend nicht viel zu tun habe. Gibt's doch für mich nicht, wenn Schnee leid. Und meine Kosten, die laufen immer beide. Und von irgendetwas muss ich ja noch anlaufen. Ha ja, Gras gemäht und Hege geschneit, das kostet ja in Winde nicht. Das sehe ich ja auch ein. Aber dass du mich hin in mein Eiche Appetit um 1000 Euro prell willst, also das ist kein hübsches Zug für dich. Herr Georg, dass du das bist, das wusste ich doch am Telefon auch nicht. Leute mit Nachnamen Walde, die gibt's nur wellig genug. Ob ich da reinkomme und sag dich, da war alles zu spät. Da musste ich dich mehr Küffel dafür fühlen. Und nachher ging alles wie von selbe. Ich habe doch wochenlang daheim für den Spiegel geübt. Na gut, Michael, für 1000 Euro, da will ich immer auch zudrücken. Am Ende kommen etwas aus deinem Kuffert auch wirklich verwenden und auch verkauft. Also, du kannst mich so klar, da ist auch etwas Gutes dabei. Ganz ehrlich. Ah, wenn du nur noch neu bist in der Apotheke und Mende nicht jede Mittel selber kennst, du kostet was davon Gebrauch. Georg? Hier! Ich brauche noch was anderes. Oh. Na, was machst du dann dahin? Wir sollen bloß, du warst der Vertreter. Ohne Hui und ohne Pfui. Was soll man schamst dich nicht? Doch. Georg, ich brauche mal einen Salmiak. Die hat so Geschmier auf die Fliese gemacht, das kriege ich mit meinem Ada noch nicht weg. Was ich eigentlich, mein Ada ist für alles gut, aber da funktioniert es. Alles kann ich in meine Apotheke nicht haben. Aber die Hauptsache ist ja, dass man weiß, was ist wofür und was ist wogegen. Gut. Guck, Michael, was mich der neue Apotheke da gegeben hat. Ein Mittel, wo man ruhig gestellt wird. Ja, das ist doch ein Sedativ, um ein Beruhigungsmittel. Ja. Sömmel, du kriegst wohl auch mal nicht mal einen Ausraste, dass du so Zeug musst nehmen. Nee, krieg ich nicht. Ich will ganz was anderes haben. Herr Boss, dann. Ach, das kann ich dich jetzt aber nicht sagen. Ja, du bist vielleicht eine komische Frau. Du willst du was haben und sollst nicht Boss. Das ist aber wirklich komisch. Und das soll nur der neue Apotheke gewiss, was du willst. Siehst du, habe ich dich gesagt. Aber ich will mal sehen, ob der neue Apotheke auch auf Zack ist. Georg? Ja? Kennst denn du die Hauptstadt von Frankreich? Ha, freilich, das ist Paris. Und wie heißen die, die dort wohnen? Ha, das sind die Badoubdab. Und genau von diesen Dingen gießt du mich einmal drei. Ei. Sonst hat man es ganz heimlich gemacht. Und jetzt weiß es die ganze Apotheke. Süßte. Heutzutage, da hängen die Dinge in den Band und die Kasse in Aldi. Aber ich brauche ja ganz bestimmte. Ich brauche zweimal mit Apfelsinengeschmack und einmal mit Banane. Au! Die habe ich ausgerechnet nicht. Ich habe auch welche mit Kaulrübengeschmack. Und die nach Sauerkraut schmecken. Ah, nee. Nee, die will ich nicht da. Die kostet behalten. Die kaufe ich nicht. Wie denn ist? Wo ist denn der Kiel, der Hans? Geht denn da schon wieder, Luis? Der Hans ist kein Obertierge mehr. Das bin ich, Zonder. Aber nach Pap, Obertierge ist mir sehr Laberlaum. Den könnt denn der Hans? Also, davon abgesehen, der Hans ist kein Optiker gewesen, der ist Apotheke. Und da spiele ich auch. Und der Hans, der könnte gar nicht, der ist schon lange rennt nicht, der wird irgendwo in den Waldraum kriegen. Mende, hol dir eine Bürgerin oder irgendwelche Annekräutele. Der kennt sich ja aus, wie das alles so zusammengemischt muss werden. Ja, der Hans. Viele Mittel hat er selber gemacht damals, gell? Wenn man mit einem
mit einem Rotrunner von die Anne und die Exesonne sind sie aus dem Wald und Zeit gesucht, und was im Wald auf die Wies lässt, das ist doch irgendwie besser. Und da hat sie irgendwie viel zu Sonne selber gehört. Das mache ich ja. Ah, noch ich dabei im Wald drüben auf die Wiese. Ja, das stimmt. Ich sehe den Spinnen auch von die Wuppetei. Ich sehe doch irgendwie, was sie alles hinschreiben. Zähne, Weise, Schweizer Bier, Annika, manchmal Moos. Aber da weiß ich nicht, was ich damit mache. Das ist isländisch Moos, davon mache ich Tee. Und wofür ist der Tee noch gut? Das weiß ich doch nicht, für irgendetwas würde ich schon gut sein. Also der weiß nicht immer, für was das gut ist. Also erst will ich dich sagen, ich trinke dann Tee schon über 3 Uhr lang. Wo lab ich mich noch? Also geschaut kann ich auf keinen Fall was. Also ich frage mich, Luis, was ich mit der ganzen Zeit mache, was ich da im Hemd schleppe. Wenn der verkauft ist, doch du in der Apotheke. Wo kannst denn du überhaupt her? Die anderen sind ja bloß zum Quatschen tun, willst du wenigstens etwas vor mich kaufen? Ich? Nee. Ich hab bloß die Christron schnell im Rücken gefallen. Die hat doch kein Auto. Ich bin ihr Chauffeur sozusagen. Aber von dich brauche ich nichts. Das kostet nicht aber Gebrauch, so Paris oder die blauen Kügel und so. Georg, aus dann alle bin ich raus. Ovi, Ovi, Mende. Mende, kannst du mich überwindeln gehen? Kein Problem! Also da habe ich ja nun alle möglichen Größe, kleine, dicke, dünne, für Weibe, für Männer, für Kinder, für Erwachsene. Gott sei Dank rausgesucht. Eieieiei. Guck nach oben. Georg, ich weiß auch nicht so richtig, du. Da kommt ein Pferd in den Gebäck durch. Es gibt auch größere Menschen. Ja, also Georg, ich weiß es nicht so richtig, du. Wenn man viel sauft, dann braucht man viel größer, und wenn man wenig sauft, braucht man kleiner. Also, ich klar, ich muss mich das noch einmal überlegen. Sag es erst noch einmal falsch, ich überlege mich das ganz noch einmal. Das hatte ich mich schon früher gedacht. Wie denn ist? Aber, Scheißtag. Georg, da fällt mir doch was ein. Ich habe doch noch ein Konzept von Urologen durch. Ja. Wenn der was mit den Pingelei zu tun hat, dann meinst du den Urologen. Ja, ja, das kann sein. Guck da her, du. Da muss was angerührt werden. Könnt ihr das? Zeig mal. Oh, freilich können wir das. Frau Apotheken, technische Assistentin, kommen Sie mal in den Verkaufsraum. Ich wollte sowieso gerade kommen, Walter. Was haben Sie denn für ein Problem? Können Sie das bitte mal anrühren, die Salbe hier? Ja, ist für den Herrn. Das geht. Von dem Kaliumpermanganat müsste noch was da sein, wenn dieser Putzteufel da draußen noch nicht wäre. Könnte ich es ja machen. Ich habe eine Wut in mir. Guckt nur, was ich jetzt gemacht habe. Blümchen in meine Reagenzgläser gepflanzt. Oh, in die Ohren schon lauter Sterne eingelegt zum Essen. Also, ich halte es bald nicht mehr mit der aus. Es ist furchtbar. Aber ich gebe mir Mühe und versuche. Na, dann soll sich die Dame mal 10 Minuten gedulden. Und Sie rühren in der Zeit die Salbe an. Also, mir gehört 10 Minuten dauert ungefähr. Okay. Ich sag's. Also, so lange kann ich heute. 2 Minuten, komm schon mal so weit. Und Christrun, willst du etwas vor mich? Nee, ich wollte auf den Chef. Ich hab's dich schon mal erzählt, der könnt heute nicht. Also ich bleib so lang sitzen, bis der Hans könnt. Und wenn du mich halt hinaus musst, Kie, ich höre mir bloß Kie. Das rät mich langsam auf.
hab mich doch tatsächlich die Weißkittelchen ausgepfiffen. So, und ich, die stört mich ständig und ich komm doch nicht einmal richtig gekehrt. Hört endlich auf mit Ankie, ich kost nimmer Gehühe. Wenn du nicht bald mit bist du nicht an Vase jetzt. Wenn du nicht bald mit deinem Vase verschwindest, dann kriege ich dich raus. Ja, voll auf, kein Platz mehr. Raus, mich! Geh ruhig. Mende, kann ich doch was gebrauchen vor dich? Hast denn du. Ich nahm doch gerade ein wenig ab, gell? Mach doch ein Frühjahrskur, wenn es jetzt Sommer ist, gell? Muss doch ein wenig abnehmen. Mende, hast du vielleicht. Wasser ohne Kalorien? Oder hast du vielleicht Salz ohne Kalorien? Oder. Ich glaube, ich habe sie ins Gehirn gemacht. Ich habe hinten noch leere Glasflaschen. Und Farbpatronen für mein Trugge, die haben auch keine Kalorien. Die kosten vor mich gekauft. Georg, red dich nicht so sehr aus. Also, Mende müssen wir noch einen Backen holen. Hast du gehört? Nehmen wir mal Beruhigungsmittel. Hast du denn Eis für dich selber in der Apotheke? Ha ja, von dir habe ich die letzte Mal davon genommen. Ach, also, rede dich nicht mehr so aus. Wisst ihr, der hat nichts, was man in der Apotheke gebraucht kann. Nicht immer etwas für sich selber. Also, das ist Apotheke. Ja, hab ich selbst. Tja, also der Hans, der hat mir geholfen. Wisst ihr, der Hans ist ein Kie und ich bin ein Kie. Und die Christrune ist ein Kier. Und die Carola, das ist auch ein Kier. Sag mal, wo ist denn die überhaupt schon wieder? Die könnte ich doch noch gleich mit dem Auto mit Hemd genommen. Frau Apothekentechnische Assistentin, kommen Sie bitte mal in den Verkaufsraum. Was ist denn nun schon wieder? Ach, Herr Walder, entschuldigen Sie bitte, was wünschen Sie denn? Ihre Fahrgelegenheit steht gerade hier in meinem Verkaufsraum rum. Und nimmt den Platz für andere Apothekengäste weg. Ich wäre ja schon lange fertig, wenn dieser Putzteufel da hinten nicht immerzu umherwirbeln würde. Aber diese Glucose-Keton-Mischung, die muss ich halt noch fertig machen. Wenn sie die Stühle endlich mal von den Tischen nehmen würde. Die Stühle, die bleiben oben. Die Stühle kommen ohne. Die Stühle bleiben oben. Die Stühle kommen ohne. Nee, die Stühle bleiben oben. Die Stühle kommen jetzt oben. Macht da so eine euch zwei aus, aber macht was. Och, die zwei, meine letzten Nerven. Georg, gibt's denn bei dich eine Ringelblumensalbe? Ich hab mich doch nicht um meinen Hals verbrannt. Oh, freilich, jeder Menge. Da habe ich 1, 2, 3, 4. Drei sind fertig und einer, die haben wir selber angerührt. Was willst du denn für einen? Die Auswahl. Früher ganz vor allem plus erst heute. Heutzutage muss man sich irgendwie so entscheiden. In Rewe gibt es Zahnsäure Äpfel und die Tankstelle gibt es 4 Sorte Benzin. Und du hast wieder so viel zu der Ringelblumensalbe, dass man sich wieder nicht entscheidet. Ich will nämlich das erst noch mit dir. Also ich hätte nur dieselbe gemacht, Mann. Selbe gemacht ist selbe gemacht. Richtig. Ja, ich habe es aber nicht selbe gemacht. Du weißt, was der da alles meint, die nichts tut. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass dasselbe gemacht Zeug immer wieder besser ist, wie das fertig Zeug. Das sind doch heutzutage Plastikkügel und dann Hormone, Geschmacksverstärker, was weiß ich, was die nicht alles in die Salbe neugierig heutzutage. Ah ja, Süßton und die Leute sowieso viel selber gemacht. Im Hautproblem hat, da hat man einen Brunnenverzug gebaut, wo gegen Asthma das Hünsfett. Mir hat Annika genommen zum Eierreiben. Schweizer Bierschützerl, wenn es entgöckerlich wird. Und ein Katzenfell hat man sich umgehängt, wenn man das Reisen hat und die Rheuma.
Hab geht doch heute mal in die Apotheke und verlangt Hönsfell, Hönsfett und Katzenfell. Hat die Sperre einfach ein. Was ist denn nu? Will denn nu keine Ebbes vor mich kauf? Nee, für dich nicht. Wie geht der Spruch dann so immer im Fernsehen zu? Bei Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie Ihre Packungsbeilage oder schlagen Sie Ihren Arzt an. Ja, Luis, wenn Hans hätte noch was gehabt. Das war ja eine, auf den, dass ich verlässt und dann kommt mir Vertrauen. Aber bei dir, da wäre ich mich ja nicht immer sicher, wenn ich schlafe, da bin ich nicht. Und die Zäpfle. Apropos Zäpfle. Da war die Fürchtwoche eine Tour in meinem Appetit, hat auf ein Rezept Zäpfle geholt und hat mich gefragt, wie soll ich denn die nehmen? Und da habe ich gesagt, garantiert können Sie die nicht essen. Hat er mich da mal geguckt und hat gesagt, da soll ich mich wohl die Dinge in ein Uhr schieben. Jawohl, heute aus Sonde, Mende, eventuell vielleicht. Witz? Das ist die Fürchtwoche passiert, das ist kein Witz. Ehrlich? Aber ich kenne einen Witz von der Apotheke. Also so halb von der Apotheke. Da sitzt eine daheim in der Badwanne und sagt, so ein Blödsinn, jeden Tag 3 Tropfen in warmem Wasser zu sich nehmen. Aber wenn du da so erzählst, ich kenne einen Witz. So, der Apotheke zu einem Kranken, der hilft alles nicht, das Bettipulver müssen sie nehmen. So der Krank zu den Apotheke. Warum soll ich es denn da nehmen, wenn alles nicht hilft? Und er in die Apotheke und verlangt ein Mittel gegen Bandwürme. Oder soll der Apotheke kennen oder er weiß es nicht? Aber soll der, woher soll ich denn wissen, wie alt der Bandwurm ist? Mit er in die Apotheke und verlangt Schlaftabletten. Da gibt ihm der Apotheke Glasfurt und meint, dass das reicht für den ganzen Monat. Und ich sage, ach nee, so lange hole ich auch nicht schon. Also, Schluss nur mit eurem Gequatsch. Entweder ihr kauft sonst etwas oder ihr geht all wieder heim. Wenn der Hans da gewusst wäre, der hätte wenigstens Ahnung gehabt, was man gegen das Pörre genannt. Und das konnte ich auch noch gesagt, da habe ich nur einen Frauenmantel, der ist auch ganz gut gegen. Bitte schön. Aha. Willst du da noch einen Namen? Hilfe! Hilfe! Das ganze Labor ist hier jetzt in Luft! Jetzt hast du mich irgendwie schon. Oh, ich bin verrückt! Du machst mich ganz durcheinander! Du hast es mir vorhin falsch gemischt! Das hilft nicht! Und so wie man aussieht! Und da ist mir nicht alles drei zu gefährlich! Also, das, jetzt lohnt es sich, dass ich dort bleibe und mache. Und du machst mit, denn sei stolz. Ich muss erst noch mal was umrühren. Also wenn diese... Sie hat doch nichts mehr zum Umrühren. Alles feucht. Ich kann schon diese Kredenzchen, wenn die bestellt werden heute. Bin fertig. Schaff ich's noch, das zeige ich uns rum. Aber du musst erst mal verschwinden in der Box. Ah, der macht ihn ein bisschen zu. Sonst wird das Uwe sie es nicht mehr. Da wird noch mal gezeigt, wenn ich fertig habe, oder der Boss. Da muss ich in eine andere Apotheke irgendwie. Also, alles kaputt. Wenn Hans, da hat er mir alles an der Fuß durch. Also bei dir ist überhaupt nichts, passt überhaupt nicht. Komm, du das Konzept wieder her. Das heißt nicht Konzept, das ist ein Rezept, du hast es wieder. Der weiß halt wieder alles besser, der Kerl. Gell? Kein Wunder, wenn du keinen Besuch in der Apotheke hast und nicht verkaufst. Michael. Willst du wenigstens etwas vor mich kaufen? Ja. Du hast gleich. 5 oder 6 Stunden muss ich halt länger dort bleiben. Es geht nichts mehr.
Aber ja, dann macht es wenigstens so, dass wir das Mund wieder aufgemacht können. Ja, da müssen wir noch ein Klänge. Dasselbe Ohren noch im Mund. Ja, Georg, ich hätte ja was. Hast du denn Viagra für Weibe? Weißt du, wenn die nicht so richtig können, das könnte ich gut gebrauchen. Weißt du? Viagra für Weibe. Also das soll ich nicht. Aber ich konnte in guter Ruhe gehen. Drei Häuser ohne Drohne, da gibt es Viagra für Weibe. Der ist nämlich ein Jubiläe. Au, ne, so viel will ich nicht gleich ausgehen. Das löse ich Liebe. Das, da kauf ich nicht. Also die Sell, die war ja auch eine Apotheke, die wollte auch nicht ausgehen. Da kommen ganz viele Frauen, kommen in die Apotheke und verlangt noch die größte Preise, die die Apotheke hat. Also sucht er eine ganze Weile, lädt er sich hier, soll er 7 Euro, soll die, nee, kauf wohl ich die Dinge nicht. Ich wollte jetzt nur so lange, bis eine rein könnte und die Dinge verlangt. Tja, mich hätte ju die größte Kreuz so gepasst. Michael, denk an den Kuhfett. Du erzählst nämlich mit Zeug, was nicht richtig stimmt. Ja, ich bin ruhig zunder. Also, wenn keiner von euch was gefällt, dann mache ich jetzt zu, ich geht all hem und ich auch. Frau Apothekentechnische Assistentin, Sie können dann mit den Pharmavertretern nach Hause fahren. Wir haben heute bestimmt den schlechtesten Tag in der Geschichte der Magdalenenapotheke hinter uns gebracht. Haben Sie mal mein Blutdruckmessgerät auch? Herr Walder, regen Sie sich nur nicht so auf. Ihr Herz, Blutdruck, warten Sie. Ist das also drum? Warten Sie. Schön mit der Ruhe. Schön sachte. 230 zu 150. Herr Walder, Sie müssen viel ruhiger werden. Regen Sie sich nur nicht so auf. Ich messe dann noch mal den Blutdruck. Also, da muss ich jetzt erst einmal einen Schnaps trinken, auf dann sage ich. Das hält sich kein Mensch aus. Was nehmen wir denn da? Ha, genau das ist richtig. Blanker Alkohol. Ja! Hui! Mein Lieber, bis 70 heute. Jetzt geht's mich auch besser. Ui! Dann tust du mich aber doch ein wenig gleich da, gell? Mein, da kann ich doch was anderes noch gebrauchen. Hast du, mein, der Zyankali? Ja, das sag ich. Das brauche ich zum Testen von bestimmten Arzneizutaten. Aber das darf ich auf keinen Fall rausgehen, das ist strengstens verboten. Ehrlich? Darfst du nicht rausgehen? Du, Georg, guck. Ach du liebe Scheiße, was ist denn das? Oh, meine Frau. Also hast du mehr oder weniger ein Rezept? Ja. Dann mache ich die gleiche Bekügel jetzt recht. Das macht 4 Euro. Oh, genau. Da freue ich mich auch mit Tonde. Jetzt gehe ich endlich mein Geschäft gemacht. Oh. Komm, Georg. Hast du jetzt Haar? Oh. Zeig mir das Bild noch einmal. Au. Oh. Weißt du was? Nimm die ganze Packung mit. Vielleicht hilft's. Oh. Vielen Dank. Geh gleich nochmal. Sag mal, ich habe mir da in der Kurve drüben geguckt. Ich wollte von die Idee. Da habe ich die vorne. Aber das. Da steht was ganz anderes drauf. Da steht was drauf, was für die ist. Cannabis, das ist Haschisch.
Sömene! Jetzt haben sie auch noch das gesehen. Mensch, das nahm ich ab und zu, Muel. Aha, okay. Hast du Haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen. Manchmal brauche ich das halt. Aha, aber das... Dann nahm's halt, vielleicht kostet ein Tee davon gemacht. Ah ja? Das kostet noch 20 Euro. Na gut, dann nahm ich's. Jetzt geht's aber für was. Ja, her wieder Kohle. Da, 20 Euro. Jawohl, nahm die Bäckle mit. Ich nahm das mit. Aber ich habe noch was gefunden. Da stecke und ich sei da noch Kinokarte. Ja. Also da hat er denn du eine Kinokarte. Zeig. Wo könntest du denn nur du mithassen, hat man eine Mühe. Mensch, wofür ich habe dich kommen bieten, wo ich mit meinem Kuffet für da noch beim Optiker. Oder kommen ältere Monate, der hat seine Brille kaputt gemacht oder so, der Optiker, das dauert 2-3 Tage, er die wieder repariert hat. Und der Almo, der sagt natürlich ohne Brille nicht viel. Und da hat er gesagt, ob ich die 2 Kinokarten für 10 Euro will haben. Dann habe ich gesagt, nein, 10 Euro kriege ich dir nicht, geschenkt nahm ich sie. Dann hat sie mich halt geschenkt. Naja, sind die dann reingekommen in meine Tasche. Der Film heißt Der verzweifelte Apotheker. Das passt doch, den Film wollte ich mich schon lange beobachten. Die Uhr kostet gekauft, die kostet 12,60 Euro. Von mir kriegst du für 15. Oh, dann habe ich sie alle 2. Da sind es 39. Wollt du, reicht dich 40 Euro. Gut, 40 Euro, stimmt so, danke. Oh, da hab ich doch gleich eine Schritte gemacht. Ei, ei, Georg, ich bin aber jetzt erstaunt, was da alles in dein Apothek gibt. Gelle, gelle. Zyankali, Haschisch, Gras, Kinokarte. Das geht ja beim Kier nicht. Also, ehrlich, der Georg, der hat alles, was man braucht in seiner Apotheke. Also, eine bessere Apotheke finde ich nicht. Apotheke kann man gut gebrauchen in die Wobdai. Au, was hast du gehört? Ja, Apotheke in der Wobdai. Nur freilich. Also, das wäre ja wisch für mich. Da brauchte ich nicht mehr wegen der Apotheke noch Zelsenbäume, meinen Arme mitzubringen, meinen Schuppen, meinen Bass, falls es so nichts gibt. In der Wobdai hätte ich alles tun. Gleich, hinten nach und sind alle nicht da oben. Ja. Gell? Wo früher die Spalt hast, den Wurm, das wäre doch klasse, wenn wir da für dich. Hoffentlich ist auch noch der Wurm dabei. Das wäre nicht schlecht. Also, ob das klar oder nicht, ich habe mich da schon kundig gemacht davon. Also, mit einem Häuptling von Norma bin ich ja eigentlich schon einig. Bloß mit einer Spurkasse. Die sind ja sowas von kniggerig, die Röcke kennen mehr die von Räumlichkeiten raus. Georg, mit einem Manager von der Spurkasse, da kann ich einmal geredet, ja. Der hat mich doch auch auf die Idee mit einem Kuffee gebracht. Oh. Oh. Also jetzt soll ich mir mal... Oh. Ich bin ruhig. Georg, das wird hübsch. Wenn ich nachher von ganz Deutschland komme, gell? Ja. Und Zeug kaufen, wo es sonst nicht gibt. Gell? Parisi mit Kaulrobengeschmack, ja. Zyankali, Haschisch und so Zeug. Ne? Ich glaube, da wird noch so viel Gewerbesteuer eingenommen in die Gorlaure, dass wir uns ein eigenes Scholles leisten können, dass die Steuerbeiträge abgeschafft werden und lauter Hüschzeug. Ich glaube, das wird richtig gut. Ne? Also wirklich, da richtig hübsch Apothekkosten. Wunderbar. Wirklich wohl. Also, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Dann Kuffet, lasse ich dich durch. Gell? Das ist so dein. Das ist so dein. Mein Schlips nehme ich auch mit. Um April. Jetzt könnt ihr aufgehen mit Bordes, sie haben aufgeschaltet. Dankeschön. Jetzt.